Hi. Hallo allerseits. Ich beginne mit einer ganz einfachen Frage. Wie wäre es, wenn die Dinge besser wären? Was muss besser funktionieren? Wie viele von Ihnen haben Zugangskontrollsysteme für ihre Büros oder Ressourcen oder ihre Server? Etwas Einfaches, vielleicht einfach Zugang zum Büro. Wir haben eben die Covid-Pandemie überstanden. Da gab es massive Investitionen in die Zugangsmöglichkeiten. Wie können sich die Leute einwählen, Zugang haben zu den Computersystemen von zu Hause aus, vielleicht in das Unternehmensnetz. Gleichzeitig aber hat man nicht investiert in die physische Sicherheit. Das Büro wurde vergessen. Überlegen Sie sich zuerst, wann wurde die Sicherheit Ihres Büros das letzte Mal überprüft oder aktualisiert? Das Büro, die Serverräume oder die Datenräume. Und wie teuer wäre es für Ihr Unternehmen, wenn Unbefugte Zugang dazu hätten? Unabhängig davon, ob Sie etwas geklaut haben, gestohlen haben, einfach nur, wenn Sie da wären. Wenn Sie zum Beispiel mit Patientendaten arbeiten, dann ist das nicht lustig. Was wäre, wenn Ihr Zugangskontrollsystem einfach mal so out of the box eine kontaktlose Zwei-Faktor-Authentifizierung hätte? Wie wäre es, wenn es Identifizierungsmechanismen mit biometrisch gesicherten Zugangsdaten hätte, damit wirklich nur die Zugangsberechtigten auch Zugang haben? Es kann nicht gestohlen werden, es kann nicht ausgeliehen werden. Wenn es verloren wird, kann niemand etwas damit anfangen. All dies hätten Sie und immer noch eine GDPR-Compliance, ohne zentrale Datenbanken mit biometrischen Daten, ohne dass die Leute fragen, wo ist mein Gesicht hingekommen, wo sind meine Fingerprints gelandet. Und es funktioniert mit Logic, off the shelf, ganz Standard, handelsüblich, mit dem Ökosystem, mit allem, was zur Logic-Familie gehört. Gebrauchsfertig, pfannenfertig. Wie wäre es, wenn das möglich wäre? Ohne, dass Sie irgendwas ändern müssen. Keine Upgrades, keine neue Software, keine neue Hardware. Sie haben gehört, ich bin Alison Lloyd. Ich bin Leiterin Engineering bei FreeWall Technologies. Wir sind in London, im Vereinigten Königreich zu Hause. Historisch haben wir IP und Firmware gemacht. Wir haben jüngst auch in der Produkteentwicklung Fuß gefasst und liefern neue Produkte. Ich bin verantwortlich für das Ingenieurwesen, für die technologische Seite und auch IP, geistiges Eigentum, Patente und so weiter. Wir haben unsere eigene Herstellungskette, wir haben ein gesamtes Ökosystem, das wir direkt kontrollieren. Und wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen, wie Logic zum Beispiel. Deshalb freuen wir uns, so hier zu sein. Wir sind eben zu Logic dazugestoßen. Wir haben sehr interessante Gespräche hier geführt. Wir machen auch etwas Consulting, muss ich sagen. Die Fragen, die ich eben gestellt habe, führen mich zu unserem wichtigsten Produkt. Deshalb bin ich heute auch hier, nämlich unser S-Key. Das ist unsere biometrische Zugangskontrollkarte. Eigentlich ein sehr einfaches Produkt, das die bisherige Zugangskontrolle ersetzt, aber immer noch eine normale, standardmäßige Karte ist. So eine Karte, die so aussieht. Worum geht es? Es ist eine biometrische Zugangskontrollkarte und enthält die gleichen standardmäßigen Logic-Chips wie die Logic-Karten. Diese Karte ersetzt die weiße Logic-Karte, die Sie normalerweise nutzen. Es ist eine Drop-in-Lösung. Sie brauchen keine Laser dafür. Das funktioniert mit dem Standard NFC-Chips. Wir nutzen die Logic-Chips direkt. Wenn Sie also auch Speicher brauchen, ist es da. Wenn Sie einen Schlüsselmechanismus brauchen, auch vorhanden. Die Karte funktioniert mit allen NFC-Chips. Es muss nicht
unbedingt das Standardformat sein. Es funktioniert auch mit allen NFC-Lesern. Und was wichtig ist für uns, ist die Sicherheit. Die biometrischen Daten werden auf der Karte gespeichert und sind nicht zugänglich, abrufbar oder übertragbar. Es gibt gar keine Möglichkeit, die Daten zu extrahieren von der Karte. Es gibt keine zentrale Datenbank. Es ist eine schöne Sache, wenn wir zu Unternehmen gehen und sagen, wir haben eine biometrische Zugangskontrolle dafür. Und sie sagen, ach toll, ja, aber wir haben eine Gewerkschaft und der gefällt es nicht, wenn ihre Daten irgendwo rumschwirren. Egal, sage ich dann, ihre Daten sind auf ihrer Karte in ihrer Tasche und niemand sonst bekommt Zugang und Zugriff darauf. GDPR-Compliance heißt das. Das ist sehr einfach für ein solches Produkt. Und ich habe schon gesagt, es ist einfach, Zugriff zu haben auf eine GDPR-compliant Solution. Diese Karte hat auch keine Batterie. Sie ist langlebig, einfach entsorgbar. Es gibt einen Leser, der die Daten abrufen kann. Das heißt, es gibt keine Lithiumzelle, die irgendwie entsorgt werden muss. Ich sitze ja auf meiner Tasche, wo die Karte drinsteckt. Wenn ich da eine Lithiumzelle hätte, hätte ich vielleicht Bedenken, aber es gibt keine Batterie in der Karte. Einfach zu rezyklieren und mit einer sehr langen Lebensdauer. Unabhängig davon, wie häufig Sie die Karte verwenden. Die nützt sich nicht ab. Also nach 6 Monaten ist nicht die Batterie leer. Die Karte funktioniert so lange, bis der Schlüssel abgenutzt ist, sozusagen. Wieso ist das Ganze nützlich? Was bringt es Ihnen? Das Ganze ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. In der Post-Covid-Welt will ja niemand, dass ein Code eingegeben werden muss, dass jeder diese Tasten berührt. Das ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das haben Sie. Sie haben ein Token oder etwas, was Sie sind, was Sie haben, Ihren Fingerabdruck. Sie können einfach Ihren gewählten Finger, normalerweise einen Daumen, weil das bequem ist, über den Sensor halten und dann halten Sie Ihre Karte an den Leser, genau wie eine Standardkarte. Die Karte wird dann den Finger überprüfen, wird sagen, ja, das ist deine Karte, du kannst diese Karte verwenden. Und der Leser kann das auslesen und sieht einen Standardchip. Wenn es der falsche Finger ist oder gar kein Finger drauf gehalten wird, sagt der Leser nichts. Also es gibt da keinen Datenverlust, wenn Sie die Karte falsch benutzen. Sie haben da also eine ganz klare, enge Kontrolle und Überwachung. Es gibt keinen Time-Lag zwischen einer Karte, die verloren geht, und einer Stilllegung der Karte, wenn sie verloren ist. Es ist gar nicht nötig. Sie haben zwei Faktoren, handelsüblich bereits eingebaut. Es ist sogar möglich, die Drei-Faktor-Authentifizierung dazu zu nehmen. Das klappt bei bestehenden Systemen, wie ich schon gesagt habe, ist einfach einsetzbar. Sie nutzen die gleichen Systeme, die Sie bereits haben. Egal, woher Ihr System kommt, Sie können die gleiche Software benutzen, um die Karte aufzustarten. Alles bleibt gleich. Diese Karten werden in offenem Modus verschifft oder verschickt. Und in diesem Modus verhalten sich die Karten genau gleich wie eine Standard-Legikarte. Sie können es auf einen Leser haben. Die Karte kann dann sofort ausgelesen werden und kann kommunizieren. Dann kann man die Karte personalisieren. Sie können auch das Handy benutzen, um die Karte zu entschlüsseln. Sie müssen die Karte aber auf einen Leser halten, weil die Karte von einem Leser aufgepowert werden muss. Also der Laser, der aktiviert die Karte sozusagen.
Man legt den Finger drauf, die Karte blinkt und sagt, okay, ich habe den Fingerabdruck gesehen, und man muss das vielleicht 5-mal machen am Anfang. Die Karte kann dann eine Art Muster erkennen und dieses speichern. Dies funktioniert durch biometrische State-of-the-Art-Algorithmen. Wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, das Fingerprints heißt. Vielleicht kennen Sie das Unternehmen. Das ist in einem getrennten, in einer getrennten kleinen Datei aufbewahrt, gespeichert. Und von diesem Zeitpunkt an ist die Karte gesperrt für alle anderen Verwender außer für Sie. Das ist dann Ihre persönliche Karte. Damit haben Sie Ihre Privatsphäre geschützt und keine GDPR-Probleme können entstehen. Wie machen wir das? Was ist die Technologie, die dahinter steht? RFS Harvesting steht dahinter. Wir haben in den letzten 8 Jahren das Produkt entwickelt, in den letzten 18 Monaten intensivierte Entwicklung. Vielleicht haben Sie also noch nichts von uns gehört. Wir sind jung mit dieser Lösung. Wir nutzen bestehende Energiequellen, NFC in diesem Fall, aber wir haben auch mit Wi-Fi, Bluetooth, anderen Bandbreiten gearbeitet. Wir haben keine Batterie, das System muss nicht geladen werden, es muss hier nichts dazukommen. Es kann mit einer Batterie betrieben werden, wenn Sie zum Beispiel auch offline arbeiten müssen. Crypto-Wallets sind eine Möglichkeit. Unsere Technikabteilung stellt sicher, dass die Batterie sich sofort auflädt, wenn Sie die Karte an einen Laser halten. Sie können die Karte in einer Standardhülle aufbewahren, ISO-Format. Genauso sieht das aus wie ein Kreditkartenformat. Die Karten sind ziemlich robust. Man kann darauf sitzen, man kann sie biegen. Standardherstellungstechnik. Wir haben keine wunderbaren, seltsamen Herstellungsanforderungen. Das sind normale, handelsübliche Karten. Und für uns bedeutet mehr Power auch mehr Sicherheit. Das heißt, je mehr Optionen Sie haben, desto mehr lässt sich integrieren in Ihr Produkt. Das ist eine proprietäre Technologie. Wir haben auch sehr viele Patente bereits eingereicht. Wir haben bereits Marken, die wir verfügbar haben, auch für unsere Lizenznehmer, die damit verknüpft sind. S-Key ist jetzt verfügbar. Es ist ein neues Produkt, das wir Anfang Jahres lanciert haben. Wir haben bereits die erste Herstellung laufen. Wir haben noch weitere Produktionszyklen vor uns. Die erste Produktion enthält eine begrenzte NFC-Chips-Auswahl. Das sind die Legic 496, die wir eingebaut haben. Aber solange wir den C-Chip haben, können wir eine Karte damit bauen. Der NFC-Chip ist praktisch die Basis. Es gibt auch andere Chipmöglichkeiten, die wir einbauen können. Das sind die normalen Formate, die wir alle verbauen können. Kein Problem. Sie können auch eine Karte bestellen, eine Probekarte, die Sie prüfen können und schauen können, ob sie passt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir können Ihnen das Produkt zeigen, vorführen, wenn Sie hier Potenzial sehen für die Vorbereitung, wenn Sie interessiert sind an der Technologie oder wenn Sie einfach denken, biometrische Authentifizierung wäre toll für Ihr Produkt. Das geht praktisch ohne Aufwand. Sie haben schon Ledger-Karten, die Sie unterstützen. S-Key ist dann für Sie gratis dazu sozusagen. Sprechen Sie mit mir, ich bin am Stand für Sie verfügbar. Ich danke fürs Zuhören. Danke an Legic für die Einladung. Dankeschön.